Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben ja die 50.000 Abonnenten geknackt, deswegen will ich ja heute etwas Besonderes für Sie machen. Drei-Gänge-Menü. Das ist jetzt nichts Verrücktes, so einfache Sachen, die ich auch jedem nachmachen kann, mit wenig Zutaten. Aber zuallererst wollte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken bei euch für Ihre Treue, für Ihre Unterstützung, dass Sie zu mir halten in den Jahren. Und ein anderer Dank geht auch an meine internationale Abonnenten. Es schauen ja viele aus aller Welt mich. Deswegen auch ein herzlicher Dank an alle. Also ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass ich das schaffe alles, dass so viel mich jetzt gucken wollen. Und das motiviert mich auch weiterzumachen. Also ich habe mir jetzt heute was überlegt. Also wir machen heute etwas mit Auberginen, das ist so eine Art Vorspeise. Die sind ganz einfach zu machen. Dann mache ich ein Mittagessen, der ist auch ganz einfach nachzumachen. Und zum Tee mache ich heute mal Crêpli. Ich habe sie schon lange nicht gemacht, hatte ich Lust bekommen. Und los geht's! So, wir beginnen erstmal mit den Vorbereitungen zu Crêpli. Was ich dafür nehme, ist jetzt, da habe ich jetzt Dickmilch. Circa 250 Gramm Schmand, 24%, da sind jetzt 200 Gramm ungefähr. Mehl, circa 50 Gramm. Salz brauchen wir, einen Teelöffel, Päckchen Backpulver und ein Ei. Legen wir los. So, ich werde jetzt heute die Crêpli so machen, wie sie meine Mama immer gemacht hat. Es hat ja jemand gefragt, ich soll etwas machen aus meiner Kindheit. Und das ist das typische Gericht aus meiner Kindheit. Und man hat es da auch mit Dickmilch gemacht, weil wir hatten ja nur die Produkte, die wir auch selber produziert hatten. Wir hatten ja Kühe und so. Ja, man kann auch Kefir nehmen dafür, auch Buttermilch. Buttermilch hatten wir auch gemacht selber. Jetzt kommt etwas Salz. Ich habe sie schon auf meinem Kanal gemacht zwar, aber ich mache sie jetzt heute noch einmal, so wie es meine Mama gemacht hat. Und so, jetzt kommt noch das Ei rein. Ihr könnt natürlich auch Buttermilch nehmen, auch Kefir. Hauptsache es ist sauer, aber ich finde, mit Dickmilch habe ich das immer so gemacht. So, jetzt tue ich erstmal ein bisschen Mehl dazu. Ich schaue jetzt, ob ich das alles verbrauche, weil es ist immer verschieden. Der Teig soll nicht so fest sein. Wenn auch ein bisschen klebriger ist, ist jetzt auch nicht so schlimm. So, der Teig ist quasi fertig. Ein bisschen die Ränder hier. Wenn er etwas klebrig ist, ist jetzt nicht so schlimm. Also, ich habe nicht das ganze Mehl verbraucht. So viel ist mir übrig geblieben. Also schaut selber, viel Mehl muss man nicht da. Der ist noch ein bisschen klebrig, aber das ist nicht schlimm. Da liegt jetzt ein bisschen und dann wird er genau gut. So, sehen Sie? So, da kann jetzt etwas ruhen, bis ich das andere alles vorbereite. So, jetzt beginnen wir mit der Vorspeise. Ich habe mir heute überlegt, was mit Auberginen zu machen. Ich liebe Auberginen, egal in welcher Form. Heute machen wir sie einfach so als Röllchen. Ich versuche sie jetzt so zu schneiden, damit sie auch gleich sind, so länglich. Oh, da ist mir schon nicht so gelungen, aber ist nicht so schlimm. Das wird auch so. Also die Aubergine werde ich jetzt etwas salzen. Versuchen, dass jeder was abbekommt.
So, das war's. Können wir etwas liegen. So, es geht weiter. Jetzt mache ich so eine Art Creme dazu oder Topping oder ich weiß ja nicht, wie das heißt. Also dafür nehme ich jetzt fette Käse. Bisschen zerdrücken. Da ist ja eigentlich schon salzig, muss man nicht nachsalzen. Mayonnaise. Ich habe hier 2 Esslöffel ungefähr. Mal schauen, ob mir das reicht. Ihr könnt auch was anderes nehmen. Also ich finde das, versuche jetzt das zu zerdrücken. Also ich werde das noch ein bisschen mit Pfeffer würzen. Schwarzer Pfeffer hole ich jetzt noch. So ungefähr muss die Masse sein. Also man kann auch Knoblauch dazu tun oder ein bisschen Dill. Aber da ich morgen noch zur Arbeit muss, werde ich darauf verzichten. Muss ja auch nicht immer Knoblauch dabei sein. So, ich stelle das jetzt zurück und machen wir weiter. So, für die Vorspeise brauchen wir noch Tomaten. Ich schneide sie jetzt so. Versuche so einfach runde. Nachher sehe ich, ob ich das alles brauche. Man kann auch andere größere Tomaten nehmen. So, ich werde jetzt meine Auberginen erstmal anbraten. Ich habe die Pfanne schon heiß gemacht. Etwas Öl, nicht viel. Also wer zu Hause zum Beispiel so eine Grillpfanne hat, ist noch besser. Ich habe noch leider keine, muss ich mir noch besorgen. So, brate erstmal sie goldbraun an. So, ich werde sie jetzt umdrehen. Ich werde sie alle anbraten jetzt. Gut. So, ich werde sie jetzt rausholen und lege sie auf so ein Papier, damit das überschüssige Fett abtropft. Und mache jetzt mal alle fertig. So, jetzt werde ich meine Auberginen fertig machen. Also ich nehme jetzt so eine Aubergine. Dann tue ich mir auf etwas von der, weiß ich nicht, Soße oder Masse, wie ich immer, drauf schmieren. Ich habe letztens gemacht, anstatt Feta habe ich einfach Presso genommen, diese Schmelzkäsezubereitung, war auch sehr lecker. Jetzt tue ich mir eine Tomate drauf und rolle das einfach. So sieht das aus. Und so weiter. Jetzt nehme ich mir was anderes. So, von hier. Eine Tomate drauf und zusammenrollen. So, meine Vorspeise ist jetzt fertig. Mir ist jetzt ein bisschen übrig geblieben hier von dieser Masse. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ich werde es später einfach aufs Brot schmieren und aufessen. Die Tomaten gehen auch nicht verloren. So, das werde ich jetzt in den Kühlschrank stellen. Das kann erstmal ruhig ziehen. So, jetzt beginnen wir mit dem Mittagessen. Ich habe mir heute ganz Einfaches überlegt, habe schon lange nicht gemacht. Also ich habe jetzt die Kartoffeln schon abgekocht, das sind 1 Kilo. Das sind Frühkartoffeln, Babykartoffeln. Habe mit der Schale sie abgekocht, in Salzwasser einfach und dann geschält. Champignons, circa 500 Gramm, weiße und braune Bacon, das sind 140 Gramm. Und 2 Knoblauchzehe. Und später hole ich noch etwas Petersilie aus dem Eisfach raus zum Dekorieren. Legen wir los. So, jetzt werde ich erstmal meine Pilze ohne nichts in dieser Pfanne tun und warten, bis sie
и Wasser abgeben. Ich werde erstmal kein Öl, kein gar nichts dazu tun. Also, und jetzt, ich habe jetzt eine Frage an Sie. Ich habe jetzt meine Pilze einfach schön gewaschen und geputzt. Ich habe ja gehört, dass man sagt, die Pilze darf man nicht waschen, nur so mit der Pinsel ein bisschen abschaben. Aber irgendwie klappt das nicht bei mir. Ich glaube, da ist immer noch was dran, deswegen wasche ich sie. Jetzt ist die Frage an euch. Muss man sie waschen oder nicht? Ihr könnt mir gerne schreiben, ich würde mich freuen. So, jetzt tue ich etwas Butter rein. Also ich habe jetzt Schmalzbutter, ein Esslöffel. Jetzt ungefähr 5 Minuten das Ganze. Ich habe den Herd etwas niedriger gemacht, auf 2, damit es nicht so scharf anbratet. So, jetzt tue ich den Bacon rein. Ich habe ihn so in Stückchen geschnitten. Das duftet schon hier. Ich mache jetzt etwas auf 6, damit der Bacon ein bisschen sich anbrät, ein bisschen scharfer. So, jetzt tue ich noch den Knoblauch dazu. Die Kartoffeln kommen auch direkt. Die sind ja schon gar. Ich lasse das ein paar Minuten einfach anbraten. Das ist ein einfaches Gericht, schmeckt aber wunderbar. Ich werde das Ganze noch ein bisschen salzen und pfeffern. Das ist jetzt schon noch fertig. Ich hole jetzt das einfach in eine Schüssel, tue ich das rein. So. Petersilie drauf. Man kann auch Frühlingszwiebeln nehmen, passt auch sehr gut. Ich habe heute keine, also nehme ich ein bisschen Petersilie und Dill. Ich decke jetzt das etwas zu und wir beginnen mit Kreble zu machen. So, jetzt beginnen wir mit meinen leckeren Kreble zu machen. Also der Teig ist jetzt schön geworden. Hier, ah, das ist richtig schön. Jetzt mache ich ihn ein bisschen noch so. Och, sehen Sie, der knackst. Wenn er knackst, dann heißt es, der Teig ist sehr schön geworden. Das freut mich. Jetzt teile ich ihn in 2 Hälften. Mach so ein bisschen Kugelchen davon. Lege erstmal eine weg. Das kann sich ausruhen. Wird das erstmal ausrollen jetzt. Also, ich nehme jetzt mein Nudelholz. Und versuche jetzt so eine schöne ausrollen. Ich
Chili noch etwas dünner machen. So, jetzt beginne ich sie so zu schneiden. Ich mag sie nicht so groß. Also, ich liebe Crepli. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch zu Hause wohnte, bei meiner Mama. Nach getaner Arbeit, abends zum Beispiel, wir hatten so einen Nutzgarten, mussten wir ja alles gießen, Unkraut jäcken. Wenn man fertig wurde, hat meine Mama dann so Crepli gemacht. Und wenn noch Bratkartoffeln waren, das war sehr lecker. Draußen hatten wir so einen Tisch und saßen wir da. Es war sehr schön. Jetzt mache ich so einen Schnitt hier. Das ist so einfach, so wie man es will. Du einfach so ein bisschen ziehen und so einfach übereinander. Und leg sie erstmal hier. Und man sieht das bisschen vielleicht. Kann man Mehl nehmen. So, ich beginne jetzt die Crepli auszubraten. Ich habe jetzt hier Öl in die Pfanne getan, fast 1 Liter. Und tue die einfach rein. Das muss schon heiß sein, das Öl. Die müssen auch relativ schnell braten. Ich lege jetzt noch eins nach dem anderen. Ich hole sie jetzt raus. Da sind so 2 bis 3 Minuten, bis sie goldbraun sind. Ich lege sie auch so auf ein Papier. Wer will, kann das noch mit Zucker bestreuen. So, ich bin jetzt fertig mit meinem Mittagessen oder 3-Gänge-Menü. Also, was ich jetzt gemacht habe, sind die Auberginen, die Röllchen, dann Kartoffeln mit Pilzen und Bacon und Crepli. Also, ich kann sie jetzt nochmal zeigen, wie sie von innen aussehen. Also, ich glaube, ich probiere auch direkt. Sehr lecker. Also die Crepli esst man entweder pur oder mit Marmelade. Also ich persönlich esse sie sehr gerne mit Milchmädchen. Das ist sehr lecker, aber das kann jeder selbst entscheiden. So viel habe ich jetzt rausbekommen. So, jetzt bin ich fertig und ich habe auch riesen Hunger. Ich habe jetzt auch die Kinder dazu eingeladen. Es reicht für uns alle. Und wir werden das jetzt genießen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und bis bald.